Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf Skybounds. Heute habe ich so viel zu erzählen. Also erstmal ganz am Anfang, sorry, vorgestern kam kein Video. Ich war irgendwie unkreativ und ein bisschen demotiviert. Wusste nicht genau, was ich machen sollte und habe darum hier die Zeit verwendet, um einmal ein bisschen was privat so zu machen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel eine Surround-Sound-Anlage gebaut. Ich habe jetzt schöne Rundumbeschallung, 5 Lautsprecher, einen Subwoofer. Das macht richtig Spaß, damit zu spielen. Und ansonsten auch ein bisschen gefarmt. Unter anderem habe ich mit Piken, beziehungsweise habe ich für Piken mitgefarmt. Der hat ein krasses Opening gemacht. Das habe ich auch aufgenommen, aber das ist wenig spektakulär. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll. Außerdem habe ich das ohne Stimme aufgenommen, sondern einfach nur so. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, ist nicht so spektakulär, dann könnt ihr mir das mal schreiben. Aber es war, glaube ich, über 1 der Kronen, 10 Immortal Stones oder sowas waren dabei. Naja, also es war richtig OP, aber wenig spektakulär. Müsste ich nochmal nachsynchronisieren und so. Also schreibt mir das mal, wenn ihr das wollt, dann mache ich das natürlich. Außerdem kann ich meinen Daily Reward claimen, wie mir gerade auffällt. Und ich habe eine OP-Rüstung, beziehungsweise teilweise sehr OP-Rüstung. Zum Beispiel die Tank Chestplate und die Berserker Boots, jeweils mit Tank 5. Damit bekomme ich extra Herzen in Höhe von einer Reihe. Außerdem habe ich diese schöne Insel hier, diese schöne Axt hier. Und ja, ich sage jetzt mal so, was außerdem noch passiert ist auf der Community-Insel. Halt so ein bisschen Zeug, überall Kisten drinne. Außerdem steht hier hinten ein Emerald-Spawner platziert. Hier sind auch einige Emeralds dabei. Kann ich mal ein bisschen abbauen. Denn Emeralds braucht man für die Banker-Challenge, die ich definitiv noch machen werde. Und wo ich gerade bei den Challenges bin, ich habe hab ein bisschen bei der Enchanting-Challenge weitergemacht. Und bin nun an dem Punkt, wo ich eine Level, also mit einer Full-Dia-Rüstung haben muss, mit mindestens 3 Verzauberungen darauf. Das ist ein bisschen kompliziert, weil ich nur diese eine Dia-Rüstung habe und alle anderen Sachen, die ich als verzaubertes Zeug habe, ist keine Dia-Rüstung. Also ja, muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Und ich denke, ich werde jetzt auch wieder in die Warzone gehen können, weil ein paar Leute, beziehungsweise bei Hapno Skill, mit ein paar Leuten hier Kontakte geknüpft hat, die in der Warzone hilfreich sein können. Was gibt es noch zu erzählen? Das Beste kommt übrigens zum Schluss, also bleibt mal noch dran. Hier, wir haben, beziehungsweise habe ich die Challenge accepted, eine Doppelchest voll Eisenblöcke zu verkaufen, beziehungsweise zusammenzusparen. Eine Doppelkiste voll. Ist ein bisschen kompliziert, beziehungsweise schwierig, weil ja die Eisengolem-Spawner hier auf unserer Insel öffentlich sind. Ich habe auch schon so ein bisschen geklärt mit Leuten, dass ich das gerne machen würde, aber ja. Ansonsten, was seht ihr noch, was sich getan hat? Hier drüben entsteht etwas, was ein Haus werden soll. Das hier unten zeige ich noch. Das ist schon, obwohl kann ich mal schnell runterspringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon gezeigt habe. Hier unten ist so ein bisschen Zuckerrohrfarm schon entstanden. Hier oben ist, beziehungsweise ist gerade so ein riesiger Feuerkelch am Entstehen. Das wird so funktionieren, dass hier unten halt die Eisengolem-Farm ist. Und wir haben übrigens, kann ich euch gleich mal zeigen, 4 Iron-Golem-Spawner inzwischen. So, also hier in der Mitte ist der Iron-Golem-Spawner. Oben drauf steht so der Pokal. Und der soll so diagonal in jede Richtung solche geschwungenen Füße haben. Die sind halt noch nicht gebaut. Ich finde, diese Halbkugel ist mir relativ schön gelungen. Sieht wirklich ein bisschen rund aus. Und von da kommen jetzt von den ganzen Ecken hier jeweils, von den Ecken der Halbkugel, so in alle 4 Richtungen solche Füße hin. Und diese Füße werden auf diesen Spawnräumen oben befestigt sein, sodass es so aussieht, als würde dieser Feuerkelch auf den ganzen Spawnen stehen. Ich glaube, das wird nice. Das Problem ist nur, es ist sehr, sehr aufwendig. Gut. Jetzt kann ich das mal hier zeigen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Iron Golem Spawner. Ein paar davon hat nur Skill gesponsert, weil der halt ständig irgendwie Money hat.
keine Ahnung wie. Ich habe das irgendwie nie. Ihr seht, ich habe nur gerade 200k, das ist, naja. Reicht für 4 Pickspawner, aber mehr auch nicht. So, hier oben an dem Feuerkelch, da komme ich einerseits gerade nicht hoch, weil ich kein Orb of Fly habe. Andererseits ist es auch wenig spektakulär. Hier, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt hatte, habe ich ein Netherwarzenfeld gebaut mit so einem Schematic. Und das ist richtig OP, wenn man diesen Seelensand verkaufen würde, würde man über 300k dafür bekommen, nur für diesen Seelensand. Und ja, Netherwarzen kann man by the way abbauen und verkaufen. Ich habe es jetzt natürlich in Lava geworfen, aber ich könnte natürlich auch so mein Geld bekommen, indem ich mich da hinstelle und die ganze Zeit einfach nur Netherwarzen abbaue. Aber wäre ein bisschen langweilig. Ach, schaffe ich das hier irgendwie? Ja, jetzt geht doch. Ich glaube, mir wurde gerade im Chat hier die Nachricht geschrieben, dass ich gleich mal zur Community-Insel gehen soll. Na, mache ich gleich mal. So, hier, das habt ihr ja gerade eben schon gesehen, steht unser Blaze-Spawner. Da. Und ja, es sind auch schon ein paar Blaze-Rods zusammengekommen, die aber heute verkauft wurden, als ich weg war. Es gibt irgendwie so Leute, die verkaufen ständig alles mögliche, was in den Kisten ist. So. Und dann hier hinten, na gut. Also einerseits seht ihr, hier ist Schnee. Wie wir das hingekriegt haben, das verrate ich nicht. Wenn jemand von selbst drauf kommt, dann ist das schön. Dann sieht man, dass er sich gut mit Minecraft auskennt. Ansonsten dieses Zeug hier, ja, das ist halt so ein bisschen Zeug, was einfach so dasteht, was total weg kann, überhaupt keinen Sinn ergibt, dass es hier ist. Naja, aber eigentlich geht es hier rum. Ich habe mit der Wurzon-Karte weitergemacht und das sieht so episch aus. Man sieht hier so, wenn man nach oben geht, kommt man da zum North Outpost. Dann könnte man hier, glaube ich, zum East Outpost müsste das sein. Hier unten der South Outpost. Das ist mein Lieblings-Outpost, der sieht schön aus. Hier so, sind so krasse Inseln, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und es sind hier ein paar Spielerköpfe platziert von Leuten, die haben nur Skill getötet hat. Der will da so eine Spielerwand aufmachen mit ganz vielen Leuten. Denn, das kann ich mal noch schnell zeigen, ist ein richtig nice Feature, beziehungsweise eins der vielen richtig nice Features auf diesem Server. Wenn man nämlich Shift-Rechtsklick macht auf so einen Spielerkopf, dann sieht man auch den Namen. Das heißt, man kann dann so zeigen, okay, diese Leute habe ich alle schon getötet. Oder beziehungsweise die habe ich alle getötet und Kopf bekommen. Nun gut. Eine Sache muss ich jetzt noch zeigen, bevor wir zu dem Hauptteil kommen. Und danach gehe ich auf die Community-Insel. Hier hinten bin ich gerade dabei, ja auch ein Opening zu planen. Hier ist halt noch so ein bisschen Zeug drin, was man halt mal gebrauchen könnte. Ob auf Immunity habe ich noch einen. Ansonsten so ein bisschen mittelmäßige bis gute Rüstung. Und ihr seht, es ist noch ein Storm Generator. Ich weiß nicht, ob man das in den letzten Videos schon gesehen hat, dass es nur noch einer ist. Auf jeden Fall haben wir zwei von den einen gelöst. Dabei haben wir ein bisschen was an Stuff bekommen. Aber es war leider nichts überragend Gutes dabei. War ein bisschen schade. Aber naja, kann man halt nicht ändern. Ich habe das Ganze aufgenommen, aber ohne Stimme, weil wir das sehr früh gemacht haben. Und wenn jemand sagt, hey, ich will das unbedingt sehen, dann würde ich das nachsynchronisieren. Aber wie gesagt, es waren insgesamt 1,5 Stunden Aufnahme. Wir haben nichts richtig Gutes bekommen darum. Also für mich wäre es viel Aufwand für ein Video, in dem wenig Inhalt vorkommt, darum. Ja, ich würde es gut finden, wenn nicht, aber wenn ihr sagt, hey, ich will das sehen, dann schneide ich das zusammen und lade das hoch. Also, schreibt mir das mal in die Kommentare. Gut, jetzt crafte ich mir hier noch die Emerald-Blöcke. 15 Stück habe ich schon, ein Stack brauche ich noch und zeige ich mal etwas Tolles. Und zwar gibt es hier einmal der Necromance Community ES und der Necromance Community ES Nummer 2. Dann seht ihr hier eine Insel, die genauso aussieht wie die Community-Insel am Anfang, nur mit dem Unterschied, dass diese hier komplett leer ist. Ich weiß gar nicht, ob hier unten die Sachen abgebaut sind. Ich denke mal schon, ja, das ist halt so, dass die Insel von HabnoSkill, der hat auch Premium. Und er hat mir gesagt, dass er mir diese Insel hier zur Verfügung stellt für eine zweite Community-Insel. Mit dem einzigen Unterschied, dass er hier auf der Insel der Boss bleibt. Das heißt, auch sagen kann, warte mal, beziehungsweise sagen kann so, hier diese Fläche, die möchte ich jetzt für mich haben und sowas hat. Beziehungsweise hat er halt auch die Erlaubnis, die Leute hier, beziehungsweise auch andere Leute auf seine Insel einzuladen und zu kicken. Das heißt,
Ich werde mir nochmal die Bewerbung angucken von dem Video, was ich euch jetzt hier oben verlinken werde. Wer das, beziehungsweise wer sich noch bewerben möchte, muss einfach unter dem Video, was jetzt verlinkt ist in der Infobox, seinen Minecraft-Namen schreiben, dann halt so eine kurze Bewerbung. Warum möchtest er oder sie in, beziehungsweise auf die Community-Insel? Und dann so Sachen, worin die Person besonders gut ist hier auf Skybound. Kennt sich gut mit Verzauberungen aus oder gut mit Redzone, kennt sich gut in der Warzone aus, ist gut in PvP. Das Einzige, was ich nicht durchgehen lasse, ist, wenn jemand schreibt, hey, habe viel Geld oder sowas. Also, es kommt nicht darauf an, ob jemand jetzt drei Eisengolem-Spawner in die Community-Insel wastet, damit er spielen darf, sondern es muss halt sowas sein, dass das Team zusammenpasst. Und dann zeige ich euch mal, wie das so aussieht. Wenn das Team nämlich zusammenpasst, dann entsteht sowas wie diese Community-Insel hier. Man hat eine wunderschöne Cobblestone-Treppe nach oben und so. Nein, Spaß. Also, ja, hier, die Community-Insel Nummer 1. Es stehen überall krasse Häuser. Hier so Nether-Dings. Das finde ich eigentlich richtig geil gebaut. Vor allem mit dem Nether-Quarz hier. Dann solche Häuser wie dieses hier. Das hier finde ich immer noch am besten, ja. Ihr kennt das ja alles. Und, ja, erstmal begrüßen. Jetzt laufe ich mal nach hier drüben und dann seht ihr, dass da sich einiges getan hat. Also erstmal hier oben, da ist ein bisschen weitere Sachen, sind ein paar weitere Sachen entstanden, aber nicht viel. Und hier geht es zur Nether-Festung von PikenLP und hab nur Skill. Sieht man das hier eigentlich? Kinderhaften für ihre Eltern. Okay. Da hat auf jeden Fall jemand vor. Hier ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein riesiger Glaskasten. Was das ist, kann ich nicht genau identifizieren. Aber ich würde sagen, lol. Lol. Okay. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Naja, dann gibt es hier hinten einmal ein Netherwarzenfeld. Das sieht übrigens richtig geil aus. Ich meine, ihr müsst euch überlegen. Das sieht irgendwie so aus wie so ein Schematic, aber das haben die alles komplett selbst gebaut. Also diese ganzen Strukturen mit dem Netherrack und den Zäunen und so. Ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Ansonsten geht es jetzt hier runter zu einem Doppel-Cleanstone-Generator. Der scheint aber gerade kaputt zu sein. Also, er funktioniert zumindest nicht. Und an dem hat Pyken für sein Opening gespart und abgebaut. Ich lege ihm die Sachen mal hier rein, kann er haben. Hier gibt es auch so einen coolen Geheim-Trickraum. Lol. Hier ist noch einer entstanden. Oha. Hey, das Teil ist ja cool. Hey, das ist richtig nice. Du, da wird von allen Seiten das Zeug nachgefüllt. Hey, das finde ich geil. Was für eine Idee. Okay, die Idee ist epic. Finde ich richtig, richtig geil. Also ernsthaft vor, auf diese Idee zu kommen. Und für die ganzen Leute, die sagen, hey, verlink doch mal deinen Cobble-Generator. Was ich übrigens bereits zweimal getan habe, das sind dann so Sachen, wo man sich denkt, da sieht man, wie besonders gut die Leute die Videos gucken. Ich habe gesagt, dass ich ihn verlinkt habe und in dem Moment ist eine Infobox aufgeploppt mit dem Video zum Cobble Generator. Ich werde den nicht nochmal verlinken und bitte die Leute einfach, das eine Video zu gucken, denn ich finde das echt mies, wenn ich eine Infokarte erstelle und dann jeder schreibt, hey, verlinkt das mal. Und im nächsten Video weise ich darauf hin, dass ich es in einer Infokarte verlinkt habe. Und niemand guckt in die Infokarte und alle schreiben, dass ich es mal verlinken soll. Ja. Also, guckt einfach bei dem einen Video, wo ich gesagt habe, dass ich es verlinke, in die Infokarte. Da ist das drin, das ist der Messdown Generator von Minecraft mit Dummies, with Dummies. Gut, und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dem ganzen organisatorischen Zeugteil. Was heißt von dem Ganzen? Das hat irgendwie schon 10 Minuten mindestens in Anspruch genommen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Warzone, rüste mich ein bisschen mit OP-Zeug aus. Vermutlich mit Piken zusammen. Und wir sehen uns dann gleich. So, während ich hier auf Piken warte, sind hier schon jede Menge Leute, die irgendwie mich am Spawn gefunden haben. Also, hallo an euch und ich guck mal, ob ich jetzt allein in die Warzone gehen kann oder ob ich lieber noch warten sollte. Und ja. Mal gucken. Ja, da ist der liebe Piken, ja. Gut, dann.
Lass uns jetzt mal in die Warzone gehen. Ich gehe mit OP-Zeug rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich frag mal schnell nach. Ich habe einfach... Ja, komm, ich mache das jetzt einfach. YOLO, das ist eine Aufnahme und so. Alles perfekt. Hi, das sind wieder diese Leute. So, der geht ja jetzt weg und... kann ich OP-Zeug mitnehmen? Warte. Keine Ahnung. Ach, irgendwann müssen wir schon reingehen können. Das Problem ist halt, sind einfach alle irgendwie online und immer im Team, die irgendwie OP sind. Ah, wir alle um mich rumstehen. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt in die Warzone reingehen? Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch einfach sterben. Es sind so ein paar Leute, mit denen bin ich im Team, aber... Oh, Mann, oh. Ich komme gerade nicht in die Warzone rein. Meine eigene kleine Armee von Fuldia-Leuten, die mir hinterherläuft. Wer ist das alles? Happy und ganz viele Leute. Und Piken auch und irgendwas mit Kali, oder? Kelly, Kelin, irgendwas. Ah, Full Iron hinterher. Das sind ganz viele, das heißt ganz viele, zwei Full Irons. Ich glaube, die gönne ich mir jetzt mal. Ah, ich habe Schneebälle vergessen, schade. Sonst hätte ich mir die schön gegönnt. Ich kann ja auch mal ein paar Warzone Crates farmen. So, den ersten gönne ich mir jetzt. Obwohl ich mir, glaube ich, lieber den Full Dia gönne. Obwohl, ne, ich glaube, beide Full Iron Typen bringen da dann doch mehr. Okay, einen habe ich. So. Das hat jetzt irgendwas gebracht. Ja, genau, ich habe Bolt. So, den habe ich down. Achso, das war der Happy. Oh Gott, ich hätte ihn beinahe getötet. Sorry. Beziehungsweise geschlagen, dann wäre komplett. Ah, genau. Ich habe jetzt hier Konfetti bekommen. Oh, tut mir leid, lieber Typ, dass ich dich schlagen musste, aber ich brauche halt Konfetti. Beziehungsweise ist Konfetti OP. Ich schreibe dir mal, dass du es wieder haben kannst. Starf wieder haben. Brauche nur die Kills. So. Mal gucken, ob sich hier über irgendwo noch Leute rumtreiben. Ich hoffe mal, dass ich nicht versehentlich diese hier schlage, denn das will ich nicht. Und ansonsten, was ihr hier seht, dieses Bolt, was ich habe, damit kann man die Axt werfen. Und wenn die jemanden am Kopf trifft, dann macht die eine komplette Herzensreihe an Schaden. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie viel das einfach ist. Die macht eine komplette Herzensreihe Schaden. Damit one-hitte ich ohne Equipment Leute einfach. Mal gucken, ob hier jemand ist auf diesem Schiff. Ansonsten gehe ich da mal hoch und gönne mir diesen Roulette-Block. Keine Ahnung, wie die heißen. Hier hat sich schon jemand gegönnt gehabt. Ne? Hier liegt ein Eisen, nehme ich mir mit. Hier sind bestimmt irgendwo auch Leute. So, ja. Warum stackt sich das Fleisch eigentlich nicht? Das ist generell so. Stacken und Craften ist auf diesem Server irgendwie seit dem letzten Update ziemlich verbuggt. Komm schon, wo sind eigentlich die ganzen Leute hin? Ich will mal ein paar Kills machen. Irgendwie ist auch hier niemand. Was geht denn hier? Oh, da sehe ich ein Full Dia. Soll ich probieren, mit einer Enderperle hinzugehen? Ja. Jetzt ist er im Combat. Oha, der hat mich sogar gehittet. Oha, der hält was aus. Kannst das Zeug haben, ich brauch's nicht, will nur das Konfetti haben.
kann sich irgendjemand nehmen, der es nicht braucht. Sorry für die ganzen Leute, die ich töte, aber ich brauche halt wirklich das Konfetti bzw. die Kills. Denn die sind halt einfach OP. Bzw. ist das Konfetti OP. Deswegen muss ich hier so ein bisschen lang gehen und einfach ein paar Leute killen. Sorry, Andy. Ah, jetzt kann ich wieder Axtwerfen spielen. Guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel hier das Wort werfen. Hui. Und da ist sie weg. Und jetzt ist sie wieder da. Lol, die nimmt aber ganz schön Damage. Ich guck mal, wie viel kostet das, die zu fixen? Jetzt schon 25... Alter. Hä, die kostet dann locker 200 bis 250k, wenn ich die komplett reparieren will. Ah, hier ist eine Insel, auf der bin ich sehr selten. Also bin ich nur ein paar Mal lang gerannt. Hier kenne ich mich gar nicht aus. Ja, da gehe ich lieber weg. Wenn ich mich nicht auskenne, weiß ich nicht, wo zum Beispiel die nächste Brücke ist oder sowas. Gut, ist jetzt hierbei ziemlich ersichtlich. Sie wird jetzt nicht auf einem Berg sein oder sowas, aber na gut. Spieler! Er versucht zu fighten, okay. Er rennt weg. Aber er wird nicht in die Safe Zone kommen. Warte. Nein, geh da weg, Mann! Nein, ach come on, das geht nicht gut so. So kann man nicht kämpfen. So, ist der Typ jetzt gestorben oder hat er sich ausgelockt? Ah, okay, schade. Kein Konfetti bekommen. Naja, da ist ein Full Iron. Full Tier wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dankeschön für den Boost. Okay, und jetzt spiele ich Axtwerfen. Ha, getroffen. Geil. Du kommst da nicht weg. Ich krieg dich. Na, das ist schon ein bisschen ätzend so. Sorry. Ha, er hat Konfetti getroppt. Ja, hat er. So, ich bin jetzt natürlich ins Wort gefallen, aber das ist mir egal. Ich gönne mir mal schnell einen Gottapfel, dass ich full life bin. Ey, das ist so cool, endlich mal mit ein bisschen was. Mit ein bisschen Equipment in die Warzone gehen. Ich schreibe mal kurz dem Happy XD MSG Happy _ XD. Ciao. Da vorne ist jemand, der so aussieht, als könnte ich ihn töten. Ach nee, das ist Happy XD. Ich habe nicht gemerkt, dass er oder _ sie hier ist. Jo, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir Warzone zu gehen. Außer das eine Mal, wo du so ein bisschen im Weg standest, deswegen, also ich hatte halt Angst, dass ich dich schlage. Ja, ich schreibe dir jetzt auch mal nicht, dass du im Video bist, das darfst du dann selbst sehen und dich überraschen lassen, beziehungsweise dich darüber freuen. Solche Aktionen mache ich übrigens immer mal, also wenn ich jemanden so sehe von meinen Zuschauern hier und er sagt so, bin ich jetzt mit in der Aufnahme und sowas, ja. Also es kann sein, manchmal schreibe ich raus, schneide ich es raus, aber jetzt nicht immer. Also, es kann sein, dass ihr drinne seid, dann ist das schön, aber so Sachen wie, hey, kann ich mal mit dir aufnehmen, das schneide ich, beziehungsweise ignoriere ich meistens, weil ich halt so viele Anfragen davon bekomme und meistens das viel komplizierter ist, irgendwie Kontakte auszutauschen oder sowas. Also, wenn du so eine Aufnahme mit jemandem machst, den du nicht kennst, dann dauert das schon mal eine Stunde oder sowas, bis beide Aufnahmen bereit sind oder so. Also, ja. In einer Stunde hätte ich dann schon zwei weitere Videos produzieren können und von daher. Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich gleich. Ich habe noch übelst wenig Herzen. Hey, ich sehe halt nichts mehr. Hey. Das ist der, aber es ist aber ein Teamer. Ein Teammate. Hallo, wir sind im Team. Weißt du das nicht? Nein! Nun gut, dann bin ich mit meinem ganzen OP-Stuff jetzt gestorben von Aussie-Typ
Vielen Dank, das war's von diesem Video. Bis dann, ciao, ciao.